Und herzlich willkommen zurück. Jetzt kommt gleich wieder die Zukunftstechnologie-Scheiße. Wenn ich das noch ein paar Mal höre, ja, dann boxe ich in den Bildschirm. Oh, ne Witz. Ein Traum ist unerlässlich, wenn man die Zukunft gestalten will. Ist es. Vollkommen. Kann ich dir nur zustimmen. Typ. Alter Junge. Ja, Athen. Dass das immer 20 Jahre dauert und dann springt das ja auch immer dahin, weißt du? Also so komplett aus dem Kontext gerissen. Eine Bank und einen Markt. Das heißt, wir müssen das Handelszentrum wieder reparieren. Das finde ich auch maximal. Benötige eine Universität. Ne? Wir müssen das mal hier. Da sind wir der Einzige, der alle Wunder hat. Das ist im Ganzen gesehen großartig. Wie lange dauert der Spaß noch? 7 Runden. Boah. Das heißt, man könne genauso wenig gegen Globalisierung argumentieren wie gegen die Gesetze der Schwerkraft. Ich weiß, ich könnte ja auch umstellen. Dann würde der einfach andere Kacke schwatzen. Also es macht es halt nicht besser. Es ändert nur den Inhalt der Scheiße, die er schwatzt. Das ist halt so. Lass uns einen Raumhafen bauen. Vollkommen ohne Grund einfach mal einen Raumhafen. Geil. Novgorod, komm hier. Wo ist denn hier? Irgendwas Geiles. +4, +4, +4. Alles +4. Komm hier. Bauen wir hier eine Wüste. +4. Wie wird denn eine Wüste? Lässt sich's gut leben. Alles klar, natürlich dauert das 50 Jahrzehnte. Eigentlich ist es scheißegal, ob ich das repariere oder nicht, weil wir sowieso
dominieren. Aber sieht ja besser aus. Hongkong. Weil Hongkong uns gehört. Also Hongkong ist halt der Stadtstaat. Griechenland ist nicht existent. Ich finde diese Reisfelder ganz cool. Es ist halt schon hübsch gemacht, wenn man das so mal so ein bisschen betrachtet hier. Und mit dem coolen Panzer da. Das ist ein Tiger, guck mal. It's a Tiger. Eindeutig, also hundertprozentig, guck den Tiger an mit dem Handschuhturm. Wer den Tiger da nicht erkennt, der ist oder. Also der hat entweder keine Ahnung von Panzern. Oder er hat gefährliches Halbwissen. Jetzt will ich mir den Tiger mal zu angucken. Ja. Wie hat der das jetzt repariert? Einfach so. Just for the Leute, sagst du. Unser geiler Typ Maximilian. Ich wüsste übrigens ehrlich gesagt auch nicht, wozu wir. Dann auch noch alles bekehren sollten. Also alles, was ich jetzt hier so zwischendurch mache, ist eigentlich nur just for the Leute, weil es eh keine Rolle mehr spielt, theoretisch. Weil wir haben eh schon gewonnen. Also theoretisch. Ihr wisst, was ich meine. Wir haben halt gewonnen im Sinne der Möglichkeit, dass man uns noch besiegen kann. Also ich meine, selbst wenn die jetzt hier auf die Insel Bomben zünden würden, ja? Dann ist ja so, dann würde uns ja nicht wirklich stören, weil wir hätten halt einfach auf der anderen Insel noch Ressourcen und Management, was das einfach überbrücken würde. Selbst wenn die uns halt wegbomben wollen würden, hätte das halt keine Wirkung. Wir sind eigentlich immun. Ägypten. Aspis, okay. Ich wüsste gerne, ob die sich hier irgendwie verbinden wollen. Oder ob die sich hier verbinden. Da haben wir ja eine riesige zusammenhängende Reichsmasse. Ich finde es auch schön, dass wir ja theoretisch kann dann halt auch keiner mehr hier durchfahren. Also hier kann halt keiner mehr durchfahren. Weil es ja halt ein Reich. Was ich meine? Boah Junge, das kribbelt. Ich will die vernichten. Ein Traum ist unerlässlich, wenn man die Zukunft gestalten will. Es heißt, man könne genauso wenig. Boah. Es dauert halt auch nur zwei Runden, bis die Kacke fertig ist und dann gleich wieder. Alter.
deine Mutter steht doch hier hart an Magie. Diese ganzen Pseudo-Aufgaben, die sie mir hier stellen. Ja, Junge, ey. Geh doch mal graben. Die Straße brauche ich nicht reparieren. Oh. Ägypten. Ein Mosaik. Und dann eine Schriftrolle. Und eine Steintafel. Das ist genau unseres. Wunderbar. Gefällt mir. Gibt ja noch so viele Ruinen. Und unsere Wracks und allen Scheiß. Echt der Shit. Ich habe das Gefühl, umso länger das Spiel läuft, umso länger wird das. Was ich persönlich übrigens nicht so geil finde. Kann man sich vorstellen. Ja gut. So, was haben wir denn noch Schönes? Guck mal, da ist doch schon wieder was. Lufttransport. Achso, wenn der Affen. Achso, okay. Adelbert, heißt ja echt Adelbert, der Typ. Sie verarschen. Ich bin Adelbert. Bäm, 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 bäm. Ein Kraftwerk wird empfohlen. Das finde ich aber maximal unpassend. Oh. Ja, der Bot sollte vielleicht einen Wurmförder bekommen. Der Junge. Guck mal, da sind noch mehr. Einen Speer. Außergewöhnlich. Ja, kann das sein, dass sie da spawnen oder habe ich irgendwas im Auge? Spanien, Ohrring aus Spanien. Das sind die besten. Gerade kotze ich ja so ein bisschen ab, dass wir die mit Atom, also mit Thermonuklear, wir hätten einfach nur Nuklearwaffen nehmen sollen. Das wäre schneller gegangen. Was, wenn du du kannst den Sieg förmlich greifen, aber es geht noch nicht. So ist das. Ich kann jetzt halt schon schmecken, die Domination. Ein Traum ist unerlässlich, wenn man die Zukunft gestalten will. Ich kann jetzt nicht klicken. Ich kann nicht klicken Eines jetzt. Tages
So, und dann kommt nämlich beides gleich wieder. Jetzt braucht das drei Runden und das braucht nur eine fucking Runde. Was ist doch ein Scherz, ey. Oh, das Spiel mobbt mich doch. Hannover kriegt aus meinem Flughafen. Wieso sind die, wieso haben die in den 28 und 27? Warum sagt mir das denn keiner? Kein geeigneter Standort für diesen Ort. Ah ja. Natürlich nicht. Wie viel er hier abarbeiten muss. Wer würde das denn freiwillig machen? Ich nicht. Guck mal, das ist ein Frack, da können wir noch hin. Ah, guck mal hier. Land Rebellen. In ihren Landen. Finde ich jetzt nicht so schlimm, muss ich ganz ehrlich zugeben. Kneter, Kneter. Also wie gesagt, diese Nuklearwaffen haben halt Vor- und Nachteile. Es heißt, man könne genauso wenig gegen Globalisierung argumentieren wie gegen die Gesetze der Schwerkraft. Ohne Witz. Ah, das ist ein Typ, ey. Der lauert mich jedes Mal hier Schicht. Aachen. Ja, Aachen, wow. Ernsthaft. Was soll ich denn hier machen? Aachen ist viel zu krass. Geile Ziege. Das war die Ziege. Das ist noch eine Runde jetzt. Komm. Go for it. Wie lange das dauert, oder? Ohne Witz.
tiefe Wunden reißen wir in ihre Verteidigungslinie. Und ich hoffe, ich sah Leute hier drum. Und Ravenna nämlich auch. Und Toronto ist nämlich ein Stadtstaat gewesen. So, was sagst du? Wegen hier. Wir sind so in der nächsten Folge. Ich hoffe, die verreckt jetzt nicht alle. Ich sage ciao mit V.